Hey YouTube, willkommen bei SayWhat und zu einem Geschwindigkeitsvergleich zwischen dem iPhone 5 und dem brandneuen iPhone 5S. Hier vor mir seht ihr zwei Geräte liegen, auf der rechten Seite das schwarze iPhone 5S und auf der linken Seite das weiße iPhone 5. Und wir starten die ganzen Dinger mal und hier können wir natürlich Touch ID verwenden und hier öffnen wir das mal. So, aber bevor man das starten kann, gucken wir uns zuerst mal an, wie lange es dauert, bis die Geräte überhaupt starten, also hochgefahren sind, und deswegen schalten wir es erstmal aus. So, ausgeschaltet. Das dauert jetzt auch schon einmal ein bisschen. Auf beiden Geräten befinden sich dieselben Musikdaten und dieselben Apps, also von der Belastung her ist das bei beiden Geräten gleich. So, das iPhone 5 ist schon aus und jetzt ist auch das 5S aus. Und jetzt gucken wir mal, dass wir beide möglichst gleichmäßig gestartet kriegen. So, drückt halten oben. Die können wir schon loslassen und da jetzt auch. Das finde ich eigentlich ein ganz nettes Detail, dass beim Start das weiße iPhone 5 auch ein weißes Backcover, ein weißes, also ihr seht da diesen Teil hier auf dem Screen, weiß hat. Und beim schwarzen ist das schwarz und der Apfel ist dafür weiß. Ist ein nettes Detail, im Grunde eigentlich völlig egal. So, das 5S ist bereits hochgefahren und könnte jetzt gestartet werden. Und das 5 ist jetzt auch schon da. Also ein kleiner Unterschied, aber es ist einer da. Dafür lohnt sich aber das Upgrade vom 5er aufs 5S auf jeden Fall noch nicht. So, hier muss ich noch meinen PIN eingeben. Schnell wegnehmen. So, okay. Hier habe ich keinen PIN drauf, das heißt, das startet sofort. Sehr schön. Dann wollen wir mal uns die Benchmarks angucken. Fangen wir zuerst an mit dem GFX-Benchmark. Und wir fangen an mit dem Geekbench 3. Und damit ihr jetzt nicht zuguckt, wie der seinen Benchmark-Test durchlaufen lässt, habe ich schon mal was vorbereitet und wir gucken uns Previous Benchmarks an. So, die habe ich vor kurzem aufgenommen und da sehen wir gleich die Unterschiede, die Resultate beim iPhone 5S weisen darauf hin, dass es fast doppelt so schnell ist. Ihr seht, die Zahlen sind circa doppelt so hoch wie beim iPhone 5. Nicht ganz, aber es kommt dem in die Nähe. So. Zack, schalten wir das wieder aus. Und dann gehen wir mal auf GFX Bench. Und hier gucken wir auf die Results von den letzten Tests. Und hier weist es sogar noch einen größeren Unterschied auf, wenn wir uns gerade im ersten Teil die Offscreen- und Onscreen-Bildberechnung hier durchschauen, dann sehen wir, das ist sogar teilweise dreimal so schnell. Also es kann dreimal so viele Frames pro Sekunde anzeigen wie das iPhone 5. Zum Beispiel beim ersten Test haben wir 6,8 Frames pro Sekunde und beim iPhone 5S haben wir da 25 Frames pro Sekunde. Wer das genauer nachlesen möchte, der kann das auf meiner Homepage tun, thesaywhatblog.de. Da habe ich das Ganze nochmal genauer aufgeführt, da könnt ihr euch doch die ganze Liste angucken mit den Ergebnissen, das würde jetzt den Rahmen hier ein bisschen sprengen. Aber auch das zeugt wieder davon, dass es doch deutlich schneller geworden ist. Und weil das jetzt nur ein paar Werte sind, die noch nicht viel sagen, probieren wir das auch mal im Spiel aus und dann nehmen wir zu Infinity Blade 3. Möglichst gleichmäßig drücken und jetzt gucken wir mal auf die Ladezeit. Das iPhone 5S hat fertig geladen und wir könnten jetzt mit der Schlacht beginnen. Bei dem iPhone 5 warten wir noch. Ich kann schon mal vorwegnehmen, da ist jetzt auch das iPhone 5, ich kann schon mal vorwegnehmen, die Grafik auf dem iPhone 5S sieht ein wenig besser aus als auf dem iPhone 5, aber das ist wirklich unwesentlich und nur im direkten Vergleich zu sehen. Von da aus würde ich aus dem Grunde sagen, das lohnt sich nicht mit dem Upgrade.
Es ist deutlich schneller, ja. Es wird vielleicht noch Apps geben, die noch mehr Nutzen aus dem stärkeren Prozessor und der 64-Bit, aus dem 64-Bit-System ziehen können. Bisher mit einem der neuesten App, nämlich dieser hier, Infinity Blade 3, lohnt es sich noch nicht. Das ist also mein Fazit. Es ist schneller, es ist deutlich schneller. Laut Geekbench und GFX Benchmark sogar doppelt so schnell bis dreifach so schnell. Aber bisher nutzen die Apps die Geschwindigkeit noch nicht und beide Betriebssysteme laufen absolut flüssig. Von da aus lohnt sich das Upgrade von der Geschwindigkeit noch nicht, auch wenn ein Geschwindigkeitsunterschied da ist. So viel zu meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.